Was steckt hinter meiner Fotografie? Fotografie ist für mich nicht nur meine Passion, sondern auch mein Leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste an der Fotografie, dass man einfach versteht, wo kommt sie her, was deutet sie, und nicht einfach nur ein technisches Ding, um ein paar schöne Fotos für Instagram oder Social Media zu kreieren, sondern einfach was für sich und für sein Leben. Mein Name ist Jean Noir, ich bin Master of Light für Rotolight. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem man sich jeden Tag weiterentwickelt. Und ich sage auch immer, ob ich Coachings oder in Shootings, dass man von jedem immer wieder was lernen kann. Das ist das Interessante an der Fotografie. Ich bin Peter Müller und bin Master of Light für Rotolight. Für mich ist die Person, mit der ich in der Sekunde arbeite, die Person, die für mich die wichtigste ist. Und mein Ziel ist, mit ihr oder mit ihr gemeinsam das beste Bild zu machen, dass die Person am Ende auch sagt, das bin ich. Das Dauerlicht von Rotolight ermöglicht mir in allen Lichtsituationen, meine Fotografie zu verwirklichen. Die Bewegung, das Arbeiten mit den Menschen in der Bewegung, dass ich mich auch darin bewegen kann. Ich muss mir keine Sorgen machen, ob der Assistent den Reflektor an der richtigen Stelle hält und die Person nur ein ganz kleines Spektrum hat, in dem er sich bewegen kann. Ich kann mit den Rotolights, wie ich sie habe, gerade auch mit den Anovas, große Flächen ausleuchten. Wir als Noir-Team, aber ich persönlich auch, wir geben viele Workshops. Leute kommen zu uns, weil sie wissen wollen, wie diese Bilder entstehen. Oft kommt die Frage, wie kriegst du diese Emotionen hin, wie kriegst du diesen Ausdruck hin? Und in den Workshops zeige ich eben den Leuten, wie ich diese Lichtsituation schaffe, damit die Menschen sich darin bewegen können, damit wir diese Emotionen oder diese Momente schaffen können, die wir brauchen, um genau diese Bilder zu machen. Gehen die Leute wirklich aus den Workshops? Den Leuten fällt es immer wieder auf, welchen Mehrwert die Produkte doch eigentlich haben. Ich kombiniere Rotolight und Natural Light unheimlich gerne zusammen, weil es mir einfach die Flexibilität in der Fotografie gibt. Weil es mir am Ende wichtig ist, dass das Foto, wie es auf der Kamera entsteht, genauso sein soll, ohne dass ich später irgendwelche mit Photoshop-Techniken Lichter einfügen muss oder rausnehmen muss. Und diese Kombination macht das einfach möglich. Wie es mein Spruch "Don't capture moments, create them" auch aussagt, das ist wirklich meine Fotografie. Das ist das, was es für mich einfach wertvoll macht, mit den Produkten zu arbeiten. Und meine komplette Fotografie basiert darauf, dass ich die dabei habe, dass ich immer in der Lage bin, mein Licht so zu schaffen.